Wie ist die Corona-Quarantäne selbst gemeint? Thomas hat sich selber mal in Quarantäne gesteckt und ich würde mir das gerne mal anschauen, einfach weil es informell, glaube ich, gar nicht verkehrt ist und das machen wir zuerst. Danach schauen wir uns natürlich Gewitter im Kopf an und ich würde sagen, wir schauen hier mal ganz kurz rein, meine Freunde. Let's go. Die Straßen waren leer, alle Geschäfte geschlossen. Doch längst. Gut, das wird hier, wie gesagt, wahrscheinlich auch so kommen. Hat der Coronavirus China verlassen und bereits Deutschland erreicht. Die Zahl der Infizierten, auch hierzulande, steigt exponentiell. Doch einige Regierungen weltweit beteuern: It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. Gleichzeitig. Digga, das finde ich so insane, Alter, dass solche Leute, wie gesagt, an der Macht sind, die sagen: Boah, eine Pandemie, hat man bis jetzt immer gesehen, die gehen einfach weg. Die gehen ja, also die verschwinden ja einfach. Gleichzeitig werden chinesische Millionenstädte in Quarantäne versetzt. Alle italienischen Schulen und Unis geschlossen. Und Deutschland verhängt ein Exportverbot für Atemschutzmasken und Co. Durch diesen Zwiespalt zwischen keine Sorge und Städte werden abgeriegelt und Schulen geschlossen, entsteht bei vielen Menschen umso mehr Misstrauen in die Regierungen. Die eine Hälfte der Menschen geht, vielleicht zu leichtsinnig, von absolut keiner Gefahr aus, während die andere Hälfte in, vielleicht zu überzogener, Panik sich mit Hamsterkäufen und Co. auf eine Isolation vorbereitet. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, finde ich echt dumm. Ich habe meinen Wocheneinkauf quasi ganz normal gemacht, beziehungsweise habe eine Packung Nudeln mehr gekauft und Klopapier, weil ich einfach Klopapier brauchte. Weil, also man kann sich auch, ich verstehe generell den Hype um Klopapier nicht. Kann man sich nicht einfach mit der Dusche den Arsch abduschen? So, das geht doch eigentlich auch, ne? Keine Ahnung. Doch wie würde so eine Isolation bzw. Quarantäne aussehen? Welche Vorkehrungen müssten getroffen werden, um sich vor anderen oder im Worst Case andere vor sich selbst zu schützen? Wie wirkt sich die Quarantäne auf das persönliche Wohlbefinden und das soziale Umfeld aus? Ich mache das Experiment und begebe mich für die nächsten 48 Stunden in Quarantäne. Für das Experiment nehmen wir an, dass ich ab sofort einer der weltweit 100.000 SARS-CoV-2-Infizierten bin. Dieses Video wird unterstützt von NordVPN. Natürlich wird es von NordVPN unterstützt, Thomas, das gönnen wir dir auch, aber ich muss mir das leider hier überspringen. Zum Schutz der Gesellschaft befristete Isolation von Lebewesen, die verdächtigt sind, an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt zu sein. Liegt eine Infektion vor, die durch Tröpfchen übertragen wird, sollte der Patient für den Transport möglichst einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Hey, ich habe so ein Mitleid mit allen Leuten, die im Einzelhandel arbeiten, alle Leute, die jetzt in öffentlichen Betrieben arbeiten. Ich habe einen Kollegen, der ist Polizist. Der musste schon zweimal ausrücken, weil im DM sich Leute wirklich um feuchtes Toilettenpapier geschlagen haben. Das ist kein Witz. Zusätzlich habe ich auf Reddit diesen extrem spannenden, aber auch ein bisschen beunruhigenden Bericht gefunden. Ich bin seit heute unter Quarantäne mit meinem positiv auf Covid-19 getesteten Mitbewohner. Mein Mitbewohner steht völlig aufgelöst im Türrahmen und streckt mir sein Handy entgegen. Ich nehme das Telefon entgegen und erfahre, dass mein Mitbewohner mit jemandem in Kontakt war, der unter Verdacht auf Corona in eine Klinik eingewiesen wurde. Oh, ich bitte meinen Mitbewohner samt seines Handys in sein Zimmer zu gehen, während ich das Gesundheitsamt kontaktiere. Ich rufe 10-mal an und bekomme innerhalb einer Stunde weder eine Sekretärin noch einen Anrufsbeantworter. Auch so ein Ding, ne? Das ist natürlich schwierig, wenn da keiner rangeht in solchen Zeiten. Mich beschleicht das Gefühl, als wäre der Grad der medizinischen Vorbereitung in unserer Nation tendenziell ausbaufähig. Ja, im Gegensatz zu meinem Mitbewohner werde ich nicht getestet. Die Möglichkeit, dass mein Mitbewohner in Isolation kommt, sei ausgeschlossen, da er keine Symptome zeigt und das Krankenhaus sonst an seine Kapazitäten käme. Wir vereinbaren, dass er im Zimmer bleibt und ich ihn bekoche. Wenn er ins Bad muss, bleibe ich in einem der anderen Räume hinter verschlossener Tür und er trägt meine Atemschutzmasken. Wir werden darauf hingewiesen, dass mein Mitbewohner rechtlich verbindlich 14 Tage lang unter Quarantäne ist. Krass, Ich darf noch das Weite suchen, entscheide mich aber zu bleiben. Die Ergebnisse sind da. Mein Mitbewohner war schon immer ein Musterschüler und hat auch diesen Test bestanden. Damn. Positiv auf SARS-CoV-2. Ich habe dadurch, auch wenn ich persönlich davor keine Angst habe und auch jedem raten kann, jetzt nicht in Panik zu verfallen, ich habe dadurch tatsächlich das Gefühl gekriegt, dass die Institutionen so ein Stück weit überfordert sind mit der Lage. Auf jeden Fall, aber ich meine, so eine Pandemie hittet einen halt hard AF, weißt du, was ich meine? So, was willst du denn noch machen? Also du kannst dich als Gesundheitssystem und als Gesellschaft da nur ein Stück weit drauf vorbereiten. Es muss halt leider sehr viel aus dem Aktionismus entstehen, beziehungsweise aus der Situation heraus halt geklärt werden. Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass der Virus ganz anders übertragbar ist, beispielsweise über Blut oder weiß ich was oder über andere Formen des Übertragens, zum Beispiel noch Schnupfen dabei, dass der Virus dann eher an der Hand klebt oder sich durchs Wasser überträgt und so weiter und so fort, ähnlich wie Ebola. Das kann alles sein und das muss natürlich dann immer rein reaktionell geplant werden, ne? Also deshalb muss man auch ein bisschen Nachsicht haben. Quarantänen finden also tatsächlich zu Hause statt. Und ich dachte eigentlich ursprünglich, dass ich mit diesem Experiment nur das grob nachstellen kann, was die echten Infizierten im Krankenhaus erleben. Ja. Mit dem potenziell Infizierten wurde für mein Gefühl... Du kannst ja auch nicht 80.000 Leute irgendwann wahrscheinlich ins Krankenhaus packen. Das geht ja gar nicht. Also das ist ja...
alle. Du kannst ja nicht jeden Corona-Erkrankten, der einen milden Verlauf hat, der zu den 80% des Mildverlaufenden gehört, ins Krankenhaus. Das geht ja nicht. Relativ lasch umgegangen und er hätte theoretisch sogar noch ausreisen dürfen. Außerdem benutzt er die gleichen sanitären Einrichtungen wie sein infizierter Max, Mitbewohner. Dankeschön für die 1000 Bits. Ja, mal schauen, wie lange es dauert, bis ich durchdrehe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich in meinem ganzen Leben lang schon mal so eine lange Zeit komplett isoliert war und mit keinem einzigen Menschen über. Doch, Thomas, das ist dein Leben. Du bist ständig isoliert. Hauptkontakt hatte. Ich weiß, theoretisch ginge das. Nach dem, was wir vorhin gehört haben, könnte ich wahrscheinlich mit einem Mundschutz mal eben raus und irgendwie zu meiner Freundin Hallo sagen. Aber ich will das noch ein Stück strenger machen und beschließe mich dazu, das Zimmer absolut nie zu verlassen, außer wenn ich auf die Toilette gehe. Und Bro, du hättest wenigstens in einmal scheißen können, Real Talk. Selbst dann nur mit einem solchen Schutzanzug. Ob das wirklich zu 100% sicher oder notwendig ist, sei mal dahingestellt. Ja, ich möchte einfach die Bedingungen fürs Experiment zu Genau, das ist halt diese Aerosol, diese Tröpfcheninfektion. Also wenn zum Beispiel ausgehustet wird, dann ist es irgendwie 5 Minuten als Mikroaerosol noch in der Luft und dann sinkt es zu Boden, dann ist der Keim immer noch am Boden, ist dann immer noch x Minuten irgendwie am Leben. Also ganz schwierig, der Keim, der Virus. Keim ist was anderes. Streng wie möglich halten. Und wenn Ärzte wie auf diesem Bild so eine Schutzmontur anhaben, wenn sie Quarantänepatienten besuchen, dann hilft das, denke ich, andersrum auch. Der Kauf der Ausrüstung hat sich leider schwieriger herausgestellt als erwartet. Es ist gerade Montag, noch ein gutes Stück, bevor die Zahlen der Infizierten in Deutschland erst richtig ansteigen. Aber den Schutzanzug gibt es nur noch in Größe L. Ich hätte M gebraucht, aber man muss nehmen, was man kriegt. Schutzmasken gibt es, wenn man nicht wochenlange Lieferzeiten abwarten will, gar keine mehr. Schlau wie ich bin, kaufe ich mir also ein Karnevalskostüm. Genau, die Schutzmaske wird sicherlich helfen. Welches eine Schutzmaske beinhaltet. Zum Glück ist das nur ein Experiment. Ich habe das Glück, dass ich meinen Beruf auch von zu Hause aus ausüben kann. Danach vertreibe ich mir meine Zeit am Handy. Die ersten paar Stunden in Isolation sind vorbei und normal kommt jetzt um die Uhrzeit ungefähr mal meine Freundin rein und erzählt mir von ihrem Tag. Das gibt's natürlich heute nicht. Die Tatsache, dass ich mir überwiegend haltbares Essen geholt habe und davon viele Sachen Snacks sind, hat jetzt dazu geführt, dass ich heute noch gar nichts Richtiges gegessen habe. Ich habe ein paar Butterkekse gegessen, ein paar Pistazien und Leute, das ist jetzt nicht mein stolzester Moment, aber ich habe ein ganzes Glas Oliven gegessen. Muss man ich mag halt Oliven. Geil. Die Flüssigkeit muss ich davor erstmal in eine Schüssel auskippen, die ich hier drin habe. Die Flüssigkeit wird mich, glaube ich, die nächste Zeit auch noch ein bisschen nerven, weil die riecht nämlich extrem intensiv. Naja, so lebt es sich. Es gibt viele Menschen, die auf eine solche Situation vorbereitet sind und die haben wohl Vorräte an Dosen im Keller, die noch für Monate haltbar sind. Aber in unserem Keller steht nichts als Gerümpel, also musste ich 2 Tage vor diesem Experiment noch in den Supermarkt. Ich bin gespannt, ob wir da aufgrund der Hamsterkäufe überhaupt noch irgendetwas finden. Und siehe da, so gut wie alle Nudeln... Krass, Alter, also wirklich, das ist insane, dass das wirklich so ein Ausschlag ist. Ich meine... Die Supermärkte haben ja auf und selbst wenn die Nachfrage groß ist, wird ja nachproduziert und es ist ja immer noch alles da. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist ja die Kette, die Versorgungskette ist ja gewährleistet. Sind weg und auch bei den Dosen sieht es recht kahl aus. Die für einen Notfall sehr geeignete Erdnussbutter, weil nahrhaft und haltbar, ist auch längst ausverkauft und so greife ich zur Nougatcreme. Ich sehe im Supermarkt einerseits Menschen, die selbst Dinge in Massen kaufen und andere Menschen, die sich über die leeren Regale und deren Verursacher lustig machen. Meine Beute, die mir für die nächsten Tage reichen muss, besteht aus Nougatcreme, getrockneten Pflaumen, Reiswaffeln, Pistazien, Butterkeksen, getrockneten Datteln, Oliven, Gummibärchen, Roggenbrot, Pumpernickel, Marmelade und Olivenöl. Das ist jetzt nicht unbedingt die ausgewogenste Diät an der Stelle. Alles länger haltbar als ein halbes Jahr und für den Verzehr ohne Herd geeignet. Ah, okay, wieder in der Gegenwart. Viel ist aber am ersten Tag nicht passiert. Aber damit hätte man auch rechnen können. Ich meine, ich sitze den ganzen Tag nur in einem Zimmer ganz alleine und darf nicht raus. So, es ist Schlafenszeit in der Quarantäne. Jetzt wird natürlich noch Zähne geputzt. Die Ausrüstung habe ich natürlich am Start. Das ist das Leben. Stell dir vor, du bist die Freundin von Thomas und dein weirder Freund will einfach nebenan im Zimmer schlafen, weil er so ein Video dreht. What the fuck? Was geht, Mienchen? Draußen scheint einfach die Sonne, gefühlt zum ersten Mal das Ganze, ja. Ey, ich würde jetzt wirklich gerne rausgehen im Park und nicht hier drin sitzen. Ey, ich würde hier so gerne mal ein Fenster aufmachen. Es ist richtig schlimm. Gut, also leckerer Pumpernickel. Die Nougatcreme, die ist noch ganze 1,5 Jahre haltbar. Jetzt nicht mehr. Ich habe kein Messer. Komm, egal. Voll lecker. Hey, das ist echt Bro. Lecker. Also ich glaube, es ist schon ganz langweilig. Simpel, aber effektiv. Als erstes werden wieder die Zähne geputzt.
Dann habe ich ein paar Feuchttücher, um mir mein Gesicht abwaschen zu können. Ich gewöhne mich an meine Routinen. Man muss sich natürlich ein bisschen umstellen, weil alles einfach ein bisschen anders ist. Und ich komme mir teilweise so ein bisschen vor wie ein Astronaut. Nur in viel, viel, viel weniger cool. Also ist, glaube ich, schon echt langweilig, Alter. Oh Gott, ich muss einfach sehen, wie dieses Zimmer aussieht. Der Hund haut wieder ab, weil das jetzt so viel ist, Alter. Hey, es ist voll schön, euch beide wieder zu sehen. Hi, Thomas. Sieht aus wie ein Obdachloser. Aber das ist normal. Also hätte ich das eine Woche durchgemacht, dann wäre ich durchgedreht, glaube ich. Ich weiß ja, das hätte ich nicht so den ganzen Tag gemacht. Das ist halt safe, komplett langweilig, Alter, ne? Nichts. Am Ende ist es extrem schön, wieder die Freiheit zu haben, rauszugehen. Frische Luft, richtig. Das ist halt geil. Ich habe einen Balkon bei mir in der Wohnung. Das einzige Problem, was ich habe bei mir in der Wohnung, ist wirklich, dass ich wirklich sauschlechtes Internet in der alten Wohnung habe. In der neuen Wohnung ist deutlich besseres Internet. Da habe ich auch einen Innenhof und einen Balkon. Aber, Alter, mit dem Internet kann ich halt nicht streamen. Das heißt, ich muss meine Quarantäne hier im Büro machen. Hier habe ich halt auch einen Innenhof. Darf ich dann überhaupt in den Innenhof gehen? Eieiei, keine Ahnung, Alter. Ach, ey, einfach, egal. Ich lebe einfach so weiter wie jetzt und spiele ganz Tag Computer. Was soll's? Tiges Essen, Hygiene, menschlicher Kontakt sind Dinge, die mir natürlich gefehlt haben. Aber abgesehen davon war die Quarantäne tatsächlich ziemlich nah an meinem richtigen Alltag. Also das merkt man halt dann an der Stelle erstmal, wie zurückgezogen man eigentlich teilweise lebt. Wobei ich gehe schon gerne raus. Also für mich hat sich jetzt bis dato geändert, dass ich halt nicht mehr in Cafés und Restaurants gehe. Nicht mehr mich mit so vielen Freunden treffe, beziehungsweise nur noch einen ausgewählten Kreis habe an Leuten, mit denen ich mich halt treffe. Und primär halt einfach nicht feiern gehe. So, aber ansonsten, Langeweile. Ich meine, ich habe eine komplette Wohnung, die ich an Umzugskarton packen muss. Also ich glaube, das geht schon. YouTuber, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und schneidet oder Videos dreht. Sicherheit vor ungewollten Eindringlingen ist nicht nur in unserem Immunsystem wichtig, sondern auch im Internet. Genauso ist es, Thomas. Danke für dieses wunderbare Video.